Die Staatsregierung beabsichtigt, die Kompetenzen der bayerischen Polizei bei der Bekämpfung der illegalen Migration und der grenzüberschreitenden Kriminalität weiter auszubauen. Daher hat der Ministerrat am 23. März die Errichtung der bayerischen Grenzpolizei beschlossen. Wir legen dem Bayerischen Landtag nun den Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung der bayerischen Grenzpolizei vor, mit dem die entsprechenden Änderungen im Polizeiorganisationsgesetz, insbesondere die Einführung eines neuen Artikel 5, vorgenommen werden sollen. Schwerpunktmäßig soll mit der Grenzpolizei die Schleierfahndung intensiviert werden, vor allen Dingen im 30 Kilometer breiten Streifen entlang der Bundesgrenze zu Österreich und Tschechien sowie auf den Straßen- und Eisenbahnstrecken von erheblicher Bedeutung für den grenzüberschreitenden Verkehr. Darüber hinaus soll die neue bayerische Grenzpolizei auch eigenständig grenzpolizeiliche Aufgaben wie Passkontrollen und Zurückweisungen an der Grenze durchführen können, sobald der Bund Grenzkontrollen angeordnet hat. Notwendig hierfür ist aber eine Erweiterung des Verwaltungsabkommens mit dem Bund. Zu diesem Zweck habe ich bereits ein erstes Gespräch mit Bundesinnenminister Seehofer geführt. Die Koordination der Grenzpolizei wird eine neue Direktion mit Dienstsitz in Passau übernehmen, die zum 1. Juli 2018 ihren Betrieb aufnehmen wird und zur Führungsstelle Grenze bestimmt wird. Ein zentrales Aufgabenfeld der Direktion wird auch die Zusammenarbeit mit den gemeinsamen Zentren Schwandorf-Petrovice und Passau sowie mit benachbarten Behörden wie Bundespolizei und Zoll sein. Daneben wird sich die Grenzpolizei in Grenzpolizeiinspektionen und Grenzpolizeistationen gliedern, die im Einzelnen durch Änderung der entsprechenden Durchführungsverordnung zum Polizeiorganisationsgesetz aus den bisherigen Polizeiinspektionen Fahndung und Polizeistationen Fahndung errichtet werden. Die gegenwärtige Personalstärke der zuständigen Dienststellen von ca. 500 soll dabei schrittweise erhöht werden, sodass die Grenzpolizei im Jahr 2023 über insgesamt 1.000 Stellen verfügen wird. Die dafür erforderlichen Beamtinnen und Beamten werden neu eingestellt und ausgebildet. Damit werden wir unsere Fahndungsexperten in Grenznähe verdoppeln können. Des Weiteren will die Staatsregierung in modernste Sachausstattung investieren, wie beispielsweise Smartphones mit polizeilichem Messenger-Dienst, Convertibles und Fingerabdruckscanner in jedem Einsatzfahrzeug der Grenzpolizei, Multikoptern für die Dienststellen der Grenzpolizei oder auch Wärmebild- und Nachtsichtgeräte. Damit machen wir die Arbeit unserer Fahnderinnen und Fahnder vor Ort noch effizienter. Das Innenministerium arbeitet zusammen mit dem Polizeipräsidium Niederbayern unter Einbindung der tangierten Verbände der Bayerischen Polizei ein Detailkonzept. Die Staatsregierung wird im Ausschuss für kommunale Fragen, innere Sicherheit und Sport des Bayerischen Landtags gemäß dessen Beschluss zum 30. Juni diesen Jahres einen schriftlichen Bericht vorlegen. Ich bitte Sie herzlich um zügige Beratung und dann Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank.